Warum müssen sich Unternehmen mit dem Thema Konfliktprävention und Konfliktmanagement auseinandersetzen? Dabei gibt es ganz klar zwei Perspektiven, die wir zu beachten haben. Einmal das Thema soziale Perspektive mit Motivationsverlust der Mitarbeiter, mit dem Thema Reduzierung der Gesundheitsquote und mit der Steigerung der Fluktuation, wenn wir uns nicht um die Konfliktbearbeitung kümmern oder auch um die Prävention. Auf der anderen Seite sehr stark die ökonomische Perspektive. Reibungslose Prozessabläufe führen dazu, dass wir effizienter werden. Haben wir Schnittstellenproblematiken? Haben wir zu viel Abstimmung und falsche Informationsstände? Führt das dazu, dass wir eben keinen reibungslosen Prozessablauf haben und das kostet uns Geld. Und Konflikte sind dabei sehr vielfältig und vor allem die Konfliktarten, die in verschiedenen Unternehmen auftreten. Und da habe ich einfach nur mal exemplarisch verschiedene Beispiele mitgebracht, die auf Sachkonflikt- oder Beziehungskonfliktebene einzuordnen sind. Zu viele Projekte führen zu einem Verteilungskonflikt. Das heißt, Mitarbeiterressourcen sind volatil. Wir müssen immer wieder Leute suchen, die unsere Projekte mitbearbeiten und dadurch bleibt das operative Geschäft auf der Strecke. Konflikt. Beurteilungskonflikt. Wir haben unterschiedliche Informationsstände, unterschiedliche Speicherorte. Wir sprechen nicht mehr über das Gleiche, führt zu einem Konflikt. Wir haben unterschiedliche Ziele. Der Vertrieb soll mehr Umsatz generieren. Die Abteilungen hinten dran können es nicht abarbeiten. Konflikt. Und wir haben unterschiedliche Werte und Ansichten, wir haben unterschiedliches Qualitätsverständnis, wir arbeiten über unterschiedliche Themen hinaus mit unterschiedlichen Methoden. Auch das führt zu einem Wertekonflikt. Und alles in allem kann das, wenn es nicht bearbeitet wird, zu einem Beziehungskonflikt führen. Das ist das, wenn die Leute sich regelmäßig reiben, wenn sie sich gegenseitig irgendwann auch tatsächlich nicht mehr mögen, wenn sie sich gegenseitig misstrauen. Und das ist das Problem, wenn wir die Themen nicht bearbeiten. Dann wird ein heißer Konflikt, also ein akuter Konflikt, zu einem langfristigen Dauerkonflikt. Und diese Konflikte kosten Unternehmen extrem viel Geld und vor allem auch Ressourcen, weil die Mitarbeiter unzufrieden sind und das Unternehmen verlassen. Wenn Sie Ihre Führungskräfte befähigen wollen, dass genau dieses Szenario nicht eintritt, dann bin ich der Richtige für Sie. Kontaktieren Sie mich gerne. Mein Name ist Andreas Griesbach von der Griesbach Consulting und Coaching GmbH und ich helfe Ihnen, Ihre Führungskräfte zu befähigen, genau diese Themen zu vermeiden.